Hi. Ich mache mich hübsch für den Berg. Erik hat gerade zu mir gesagt, ich muss mich jetzt anziehen und fertig machen. Er hat gesagt, du ziehst eine lange Hose an, ein T-Shirt, Wanderschuhe, nimmst eine Regenjacke mit. Wir haben es übrigens heute 30 Grad. Und mach dich mal ein bisschen fresh, dass du nicht so scheiße aussiehst. Genau so habe ich es gesagt. Ja, hast du es gesagt? Nein, lass es so stehen. Du bist hässlich. Geh zum Friseur, du Spaß. Und was machen wir? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Das weiß ich nicht. Ja, schau mal. Muss ich Angst haben? Auf jeden Fall, du musst immer Angst haben. Ihr werdet sehen. So, oh Gott. Fahren wir jetzt los. Dann los. Wo fahren wir hin? Das weiß ich nicht. Wohin fahren wir eigentlich? Sag bitte. Weißt du nicht? Das weiß ich nicht. Meinst du, wir fahren weit? Hä? Blöd, wir fahren doch nicht vom Parkplatz. Ich weiß nicht so. Hm? Komm, steig aus. Machen wir das wirklich? Was denn? Steig mal halt hin. Ich glaube, das sieht man nicht auf jeden Fall. Mann, Mann. Ich geh kaputt. Richtig gut, Erik. Was steht da? Ich gehe da ganz stark von aus, dass wir jetzt echt Paragliden gehen. Na, auf jeden Fall. Hast du schon Schiss in der Box? Nee, ich kenn's ja schon. Wie, du kennst es schon? Also ich kenne dich Paragliden, aber ich wusste ja, dass wir das machen. Das wird super. Das wird richtig gut. Vor allem, was ein Zufall, dass ich hier gestern noch lang gegangen bin und meinte, dass es eigentlich geil ist, ne? Dass man das machen müsste. Ja. Na gut, so, wir bereiten uns vor und dann sehen wir uns spätestens am Schirm, würde ich sagen, oder? Oh, ey. Ich liebe dich. So, ja, du bist der Beste. Das wird super. So, bis später. Tschüss. Ich bin aber aufgeregt. Du bist aufgeregt? Ja. Oh, ey, was bist denn du? Das gibt's doch gar nicht. Ja, dass Nicole das so völlig hyped war, das seht ihr ja alle. Aber das Krasse war, oder für mich das Lustige war, wir waren am Abend vorher schon dort auf dem Parkplatz. Wir sind da schon spazieren gegangen, sind genau an diesem Laden vorbeigegangen und ich wusste es ja schon, was dann am nächsten Tag folgt. Und eigentlich, ich glaube, ich war innerlich aufgeregter, als sie es hier nach außen gezeigt hat, aber ich musste es ja immer verheimlichen. Das war schon eine krasse Erfahrung. Ach, hab ich eigentlich gefreut, als ich meinte, den Abend davor, oh, das können wir eigentlich auch mal machen. Fandst du es gut? Ich hab's gehofft. Es hätte ja auch sein können, dass wir dran vorbeilaufen und du sagst, boah, nee, da habe ich richtig Schiss vor. Sowas würde ich nie machen. Und ich habe es aber schon gebucht. Nee, alles gut. Ich wusste, du machst das mit und deshalb mega. So, ist der Erik. Der ist Pipi machen, der hat ein bisschen auch als Pipi. Richtig geil, richtig geil. Geil. Liebe Grüße an Nicole, wir sehen uns gleich unten. Lass dich überraschen. Das ist so, aber mir geht's super, wirklich. Fabelhaft. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. So eine schöne Aussicht. Ich habe tatsächlich immer noch ein bisschen Angst. Also ich bin froh, dass du da die Züge hier hinten hältst. Kannst hier mit dem Daumen reingehen, ja. Und so das Uhrzeug nach vorne mit dem Bart aufrutschen, dann ist es bequemer. Das ist ja komplett anderes als so ein Fallschirmsprung. Also jetzt ganz, ja, total. Also jetzt mal abgesehen davon, dass das Panorama natürlich ein ganz anderes ist. Das ist wirklich wow. Es ist total surreal hier. Wirklich. Das ist nicht echt gerade, oder? Wir sind aus Kepler und da hält eine von den 40
Einer hält 140 Kilo. Jetzt, ich habe sowieso die komplette Regel schon gesagt, aber das ist jetzt nicht so spitze. Naja, da sieht man sie ja vielleicht sogar noch im Film. Ja, jetzt ist das einfach. Also ich werde immer so ein bisschen sentimental, wenn ich sowas immer mache, auch wie beim Fallschirmspringen, da denke ich immer, wie langweilig es eigentlich ist, wenn man nicht mal irgendwie was ausprobiert. Ja, das wollte ich. Ein paar Jahre ist auch mega geil. Ja. Was? Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti. No sé cómo explicarte lo que siento yo por ti. Lo único que importa es que llegaste a mí. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, 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 lo que siento por ti. Cada día tu amor me da felicidad. Lo que siento por ti. Y despierta cosas que nunca sentí. Lo que siento por ti. Creo que nunca entenderás lo que siento. Wie hast du dich so gefühlt nach dem Paragliding-Flug? Direkt. Man sieht das ja gar nicht, was da passiert ist bei dir. Erzähl mal. Hä? Das fällt mir gerade ein. Das habe ich gut rausgeschnitten, ne? Ja. Mir ist zwischendurch tatsächlich ziemlich schlecht geworden. Und es war so schlecht, dass ich echt dachte, oh, könnte nach hinten losgehen und ich müsste mich vielleicht übergeben. Und ich habe dann halt eine Tüte und sowas von ihr bekommen. Hier kennt ihr diese mit diesem, die gibt es im Flugzeug, glaube ich, auch, ne? Wo man so einen Ring hat noch drumherum. Aber als ich unten angekommen war, seht ihr, also ich musste tatsächlich nicht brechen. Ich habe mich da doch ganz gut selbst reguliert wieder. Aber zwischenzeitlich wurde mir ein bisschen schlecht. Fand ich ein bisschen schade. Und hätte ich auch nicht gedacht, weil ich bin ja schon mal Fallschirm gesprungen. Und da war das nicht. Und aber gut, ist halt so. Ich habe auf jeden Fall diese kranken Kurven, die Erik alle mitgenommen hat, wo man schön die Gehkräfte merkt. Sind das schon Gehkräfte, ja, ne? Eigentlich ja schon, muss ja, ja, ne? Die hat sie bei mir ausgelassen, aus Gründen. Da bin ich ihr auch sehr dankbar. Denn es war sehr schön, als ich unten angekommen bin. Da wollte ich fit sein und nicht unbedingt vollgekostet. Und ich glaube, das spielte dir auch in die Karten. Du wusstest ja nicht, was kommt, aber das ist schon... Thank you.